Sandro Lauper, das Abschlusstraining ist vorbei hier in Barcelona im Olympiastadion. Was ist dein erster Eindruck? Ja, sehr schön. Ein bisschen weniger schön, als es wahrscheinlich im Camp Nou war. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ja, super Voraussetzungen. Man sieht das Stadion im Hintergrund. Es ist trotzdem ja, altehrwürdig, wie man so schön sagt. Glaub. Und nein, der Rasen ist super, also hier kann man definitiv Fußball spielen. Es ist angenehm von den Temperaturen, recht windig auch hier im Stadion. Innen. Kann das ein Faktor sein? Ja, ich denke es schon. Gerade bei Längenbau. Ja, wenn sie von hinten kommen, werden sie wahrscheinlich etwas länger oder etwas weniger lang. Ich glaube, es ist nicht so einfach zum Einschätzen. Das ist gut, dass wir sicher jetzt, ja, bei diesen Bedingungen noch trainieren können, dass wir uns ein bisschen daran gewöhnen können. Es steht der Match gegen das absolute Schwergewicht des Weltfußball auf dem Programm gegen Barcelona. Ja, es ist ein Highlight und eine ultimative Challenge für jeden von IB. Absolut, ja. Ich glaube, eine ja, von den Mannschaften in den letzten Jahren, die den europäischen Fußball dominiert haben. Und es ist ja, riesig, dass wir hier dürfen sein, dass wir Teil von dem dürfen sein, dass wir hier dürfen, ja, dagegen haben, dass wir hier dürfen, ja, für IB kämpfen und hier probieren, etwas zu holen. Aber man ist natürlich der Underdog, aber ja, man will sich gleich irgendwie sich teuer verkaufen hier. Wie hat er sich vorbereitet auf so eine grosse Mannschaft, so einen grossen Gegner? Ja gut, wir haben uns im Detail angeschaut, wie Barcelona wird auftreten und wir probieren so gut wie möglich taktisch ja, die Räume eng zu machen, dass wir sie ja, möglichst wenig spielen lassen. Es ist klar, dass wir aus einer kompakten Defensive müssen kommen müssen und dann ja, sicher vorne mit unseren schnellen Spielern die Chancen werden suchen. Du bist einer der erfahrensten Spieler von dieser Mannschaft, insbesondere in der Champions League. Du hast schon 16 Einsätze. Ja, vielleicht, was kannst du auch den jüngeren, noch weniger erfahrenen Spielern mitgeben vor so einem grossen Match? Ja, ich glaube einfach an die eigenen Stärken zu glauben. Auch wir können Fußball spielen. Klar sind die anderen ja, vom Namen her grösser, sind wahrscheinlich auch einfach besser als wir. Aber wenn du kämpferisch alles abrufst und dich einfach konzentrierst auf die Sachen, die du kannst, dann kannst du einiges mehr rausholen, als man denkt. Jetzt kommt man aus nicht ganz so einer einfachen Situation. Man hat, ein Rückschlag erlitten, in Liga nochmal. Das Gute ist aber, es geht schnell weiter. Also man hat zwar gegen einen sehr guten Gegner, aber die Chance, sich wieder zu präsentieren. Ja, das ist das Gute am heutigen Fußball oder auch in unserer Situation, dass wir alle zwei, drei Tage ein Spiel haben, dass wir das ja, probieren, gerade wieder zu korrigieren. Ja, wir können es nicht mehr rückgängig machen, was war. Wir müssen zusammenstehen, müssen das Zeug analysieren, was nicht gut war und probieren, das nächste Spiel besser zu machen. Und es ist ein spezielles Spiel für den ganzen Verein, für alle Fans, für alle Spieler. Für dich insbesondere, du bist sogar noch Barca-Fan gewesen, von klein auf. Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, die ja, legendären Zeiten mit dem Lionel Messi oder mit dem Xavi Iniesta, wo ich unglaublich gerne mit dem Busquets im Zentrum geschaut habe, waren sehr speziell gewesen. Wäre vielleicht noch ein bisschen speziell gewesen, in dieser Zeit mal gegen sie zu spielen. Aber ja, es ist unglaublich, wenn man das Ganze drumherum sieht, wie gross das alles ist. Ich glaube, das darf man so sagen, dass man da ein bisschen ja, aufschaut zu denen. Und darum ist es ja auch für mich unglaublich schön, hier zu spielen. Also, wir wünschen viel Erfolg morgen, alles Gute in diesem speziellen Match. Merci vielmals, Sene. Hopp, Ibe. Merci, Ibe.